Fritz stieg aus dem Wagen und schloss leise die Tür. Es war still in der Stadt, die Schatten tief und schwarz. Er ging die Straße hinauf bis zu dem großen, dreistöckigen Haus und sah sich um. Nichts. Er bog in den schmalen Weg an der Flanke des Hauses, fand ein hölzernes Gartentor und drückte es auf. Im Garten war es dunkel. Sträucher zeichneten sich als schwarze Ungetüme von der grauen Wiese ab. Eine Tür wurde geöffnet und schwaches Licht legte einen gelblichen Teppich auf Stufen. Fritz sah die Silhouette eines schlanken Mannes im Türrahmen. War das sein Kontakt? War dieser Schemen der Mensch, in dessen Hände er sein Leben legen würde? Ob er der Beamte aus dem scheiß Nazi-Berlin sei? Genau der.